Hallöchen, heute geht es um folgendes Buch und zwar von Corinna Kegel, Die fabelhafte Welt der Hochsensiblen und Hochbegabten. Zu diesem Thema erstmal ganz kurz, ich bin schon vor Jahren mal auf das Thema Hochsensibilität gestoßen, habe auch einen Test gemacht und festgestellt, ja, das könnte so ziemlich zutreffen. Und als ich dieses Buch dann im Bloggerportal gesehen habe, konnte ich nicht anders und habe es angefragt und zum Glück auch bekommen. Ich freue mich sehr. Ich habe mich riesig natürlich darüber gefreut und genau, ist jetzt auch gelesen. Ja, wie der Titel schon sagt, geht es um hochsensible und hochbegabte Menschen und was diese Personen ausmacht, beziehungsweise wie man dahinter kommt, dass man vielleicht auch zu dieser Gruppe von Menschen gehört und wie auch manche damit umgegangen sind, denn hier sind sehr viele Beispiele drin. Also in diesem Buch werden viele verschiedene Themenbereiche angesprochen, die einem im Leben betreffen. Das heißt, so Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, dann natürlich Kommunikation mit anderen, überhaupt der Umgang mit sich selbst, nicht nur in Bezug auf Selbstwert und Selbstvertrauen. Was wird noch angesprochen, wie man in der Gesellschaft gesehen wird und für sich selber auch Ansprüche entwickelt. Ja, so ein bisschen, wie lebt man und oder warum macht man das so und warum ist man vielleicht auch unglücklich damit. Das Ganze ist wunderbar geschrieben, hat mich von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt, also eine absolute Empfehlung von mir. Falls ihr nicht wisst, ob ihr zu dieser Gruppe gehört, schaut es euch einfach mal an oder falls ihr einfach mehr darüber wissen wollt. Was mir ein kleines bisschen weniger dran gefallen hat, ist, dass die Autorin vor allem zu Beginn des Buches gerne mal meinem Gefühl nach hochsensible Personen und hochbegabte Personen in einen Topf schmeißt. Meiner Meinung nach trifft das nicht in 100% der Fälle zu. Dementsprechend würde ich das als zwei verschiedene Sparten betrachten, aber prinzipiell war es faszinierend, was hier alles drin auftaucht. Ja, ich muss sagen, ich habe mich darin sehr wiedergefunden und auch, es hat mich auf eine Reise mitgenommen und gleichzeitig irgendwie, ja, also nicht nur mitgenommen, sondern mir auch ganz viel vor Augen geführt und mir ist ganz viel klar geworden. Hat mich auch ein Stück weit zu mir gebracht. Also auf dieser Reise war quasi dann das Ziel bei mir selbst ankommen, beziehungsweise ich glaube, das Ganze wirkt auch noch etwas nach. Wir lernen da drin ganz verschiedene Personen kennen, die unterschiedlichen Alters sind und in verschiedenen Lebenssituationen merken, was passt und was nicht passt, immer entsprechend zu dem Thema des Kapitels. Im Kapitel wird zum Beispiel am Anfang nur Mut, sie sind keine Ente, sie sind ein Schwan, auf das Suchen und Finden des eigenen Wertes eingegangen. In dem Fall nimmt die Autorin das Märchen um das hässliche Entlein zur Hand, um so ein paar Dinge ja, aufzuzeigen und Parallelen zu zeigen und was man an so einem Märchen zum Teil auch lernen kann. Das Ganze passiert folgendermaßen, das heißt, vielleicht könnt ihr es erkennen, hier ist der Text noch schwarz gedruckt, hier wird er dann grau. Das heißt, sie arbeitet mit verschiedenen Schriftarten und Schriftfarben und auch, wenn ich es denn finde, also oft ist dieser graue Text, da steht dann drüber Phänomen, Einsamkeit zum Beispiel. Und hier kommen dann auch noch grau hinterlegte Blöcke. Da steht meistens drüber typisch und danach eben etwas, was typisch ist für einen hochsensiblen oder hochbegabten Menschen. Zum Beispiel hier der Zyniker und Misanthrop. Ja, da wird so ein bisschen eben auf den Grund gegangen, warum ist jemand typischerweise so, verhält sich so oder wird dann eben so bezeichnet. Und was kann man daraus lernen oder daraus ziehen und das etwas ändern? Für sich zufriedener gestalten. Es geht gar nicht darum, jemanden an eine Gesellschaft anzupassen oder jemanden zu verändern grundsätzlich, sondern darum, sich selbst kennenzulernen und zu lernen, wie man mit sich selbst am besten umgeht und
wie man auch manch eine Situation meistern kann oder aus manch einer Lebenslage sich entwickeln kann. Ja, wie gesagt, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Schaut es euch unbedingt mal an. Ich fand es, wie gesagt, von der ersten bis zur letzten Seite toll geschrieben, spannend. Ich war quasi süchtig und konnte es fast nicht aus der Hand legen. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, ich müsste es immer wieder aus der Hand legen, um ein bisschen drüber nachzudenken und es sacken zu lassen und das richtig zu verinnerlichen. Ich weiß aber jetzt schon ganz sicher, ich werde dieses Buch nochmal lesen, vielleicht auch noch mehrmals, um noch alles daraus aufzusaugen, denn es hat mich wirklich ein Stück weit, hat es mein Leben geändert und ja, dafür liebe ich Bücher, wenn das Bücher schaffen und dieses Buch hat es geschafft. Deswegen nochmal ganz, 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 ganz riesengroßen Dank an das Gütersloher Verlagshaus, dass ihr mir dieses Exemplar kostenlos zur Verfügung gestellt habt. Ihr habt damit wirklich mein Leben verändert. Ich habe es nicht zu glauben gewagt, zu hoffen gewagt, dass das mal wirklich so passiert. War für mich ein sehr eindrucksvolles, ein sehr besonderes Buch. Und ich kann nur sagen, dieses Buch hat es auch geschafft, dass ich wieder ein bisschen Lust daran gekriegt habe, Sachbücher oder Ratgeber, sowas in der Richtung zumindest, ohne das negativ zu meinen, mal wieder zu lesen und zur Hand zu nehmen. Ja, zum Thema Hochsensibilität habe ich außerdem noch zwei Bücher hier bei mir, die ich schon vor längerem gekauft habe. Zum einen von Anne Heinze, Außergewöhnlich normal. Hochbegabt, hochsensitiv, hochsensibel, wie sie ihr Potenzial erkennen und entfalten. Und auch von Elaine Ann Aron, Hochsensibilität in der Liebe, wie ihre Empfindsamkeit die Partnerschaft bereichern kann. Und zwar ist es die Autorin, die ja quasi als, nicht Erfinderin, aber als, wie soll ich sagen, als federführend in dem Bereich immer genannt wird. Sie hat auch das Standardwerk, sind Sie hochsensibel, ja, sind Sie hochsensibel, rausgebracht, ist auch schon etwas älter und eben in dem Bezug nochmal eins spezieller auf die Liebe gemünzt. Und ja, beide Bücher, hoffe ich, werde ich demnächst zur Hand nehmen und noch mehr darüber erfahren. Und vielleicht ja, ist da auch etwas für euch dabei, wenn ihr euch schon mal damit beschäftigt habt und aber noch nicht von jedem dieser Bücher wusste, dass es existiert. Gut, damit möchte ich auch schon dieses Video schließen, denn ja, es soll euch wirklich nur anregen und vielleicht schaut ihr das mal an. Ich würde mich sehr freuen. Schreibt mir gerne einen Kommentar, lasst mir ein Abo da und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!